DB Engineering and Consulting. Wir sind in der Sparte Infrastruktur bei der Deutschen Bahn angesiedelt und sehen uns selbst so ein bisschen als Ingenieurbüro der Deutschen Bahn. Wir haben die Planung, ist so ein großes Hauptgewerk, aber darüber hinaus auch die Bauüberwachung und auch Geodäsie, Geotechnik und Umweltplanung sind bei uns auch integriert. Und jetzt kommen wir zu den Grundlagendaten, die wir hier für die Planung mit der BIM-Methodik eben verwenden. Grundlagendaten sind für uns vor allem vom Ausgang her die Umgebungsmodelle. Hier fügen wir zusammen alle verschiedenen Daten, die wir vom Landesvermessungsamt bekommen, das Landes-DGM oder die Modelle. Das sind vor allem die LOD 1 oder 2 Modelle, genauso aber auch Luftbilder. Dazu kommen dann Fachmodelle von den Gewerken Umweltplanung und Geotechnik. Hier kann man zum Beispiel bei der Umweltplanung eben abbilden, welche Ausgleichsmaßnahmen benötigt werden im Projekt. Und bei der Geotechnik werden dann zum Beispiel Säulenmodelle oder auch Schichtenmodelle dargestellt. Wenn man Glück hat, kann man tatsächlich auch ein Leitungsmodell mit einfügen. Das ist leider Stand jetzt eher selten der Fall, weil wir einfach die Datengrundlage nicht haben, um Modelle gescheit aufbereiten zu können, weil hier einfach die Informationen von den Ämtern etwas dürftig ist. Eine große Grundlage ist natürlich auch alles, was im Vermessungsbereich liegt. Hier haben wir in der Regel alles als Punktwolken vorliegen. Das ist Stand jetzt einfach der Standard bei uns, weil wir hier eben seit 2020 in der BIM-Planung das standardmäßig ausgerollt haben und das eine Standardgrundlage ist. Für uns sind vor allem, also großflächig, wir sind in der Infrastruktur angesiedelt, haben wir entsprechend große Projekte, große Ausdehnungen, nicht nur eine Brücke, sondern halt mehrere, 100 Brücken irgendwie, die an einer Strecke entlang sich verteilen. Von daher sind natürlich Drohnendaten und Helikopterdaten eine sehr gute Ausgangslage, um einfach das gesamte Gebiet erfassen zu können und auch abbilden zu können. Mit 360-Grad-Kameras können wir Details aufnehmen und hier zum Beispiel eben unter den Bauwerken wie bei einer Brücke oder bei einer Personenunterführung auch entsprechend weitere Informationen erfassen. Terrestrische Erfassung ist bei uns nicht nur der standardmäßige 3D-Laserscanner, sondern auch sowas wie der MX-9 von Trimble, den wir vor oder hinter den Zug spannen können, um die Strecke befahren zu können, oder eben auch sowas wie das Navis-System, um schnell irgendwelche Stationen aufnehmen zu können. Genau, mit diesen Grundlagendaten, ob das jetzt halt eben von der Vermessung oder eben auch anderen Fachgewerken ist, geht es dann weiter, um die Modelle für die Planung erstellen zu können. Hier haben wir mal abgebildet, auch am Frankfurter Hauptbahnhof haben wir tatsächlich in jeglichen Tiefen, Detailtiefen die Modelle erstellt, zwischen LOD 100 bis LOD 400 war alles mit dabei, wobei man auch sagen muss, dass LOD 300 und 400 in keinster Weise Standard ist. Das ist eher so die Ausnahme. Hier war es benötigt, einfach für den Denkmalschutz und die Statik hatte da einfach gefordert, dass wir hier die Detailtiefe sehr hochschrauben. Für die Planung werden dann anschließend in die Bestandsmodelle integriert die Planungsmodelle, um zum Beispiel für die Verkehrsanlagen, Leit- und Sicherungstechnik, Oberleitung, aber auch 50 Hertz die Planungsstände eben abbilden zu können und schauen zu können, inwieweit das mit dem Bestand übereinstimmt, inwieweit es hier Kollisionen geben könnte und eben in der Ausführung einfach Zeit und Kosten sparen zu können. Neben der Planung nutzt aber auch die Bauüberwachung diese Modelle. Ich hoffe, das sieht man. Wir haben hier vor allem im Bereich Soll-Ist-Vergleich und Baufortschrittskontrolle mit einer Anwendung, weil wir hier die Daten als Grundlage sehr gut und einfach aufbereiten können. Wir haben Befliegungsdaten und können hier den Kollegen über entsprechende Plattformen diese Daten zur Verfügung stellen. Bei der Baufortschrittskontrolle kann man natürlich sehr gut nachvollziehen, inwieweit hier tatsächlich Abrechnungen oder Abrechnungsvolumen erbracht wurden, eben mit diesen Vergleichen, die man hoffentlich doch sieht. Neben den Planungs- und Bauüberwachungsgewerken sind wir auch in der Instandhaltung unterwegs und haben hier zum Beispiel auch am Frankfurter Hauptbahnhof eben ein Geomonitoring-System eingebaut, um überwachen zu können, inwieweit hier die Bauwerke oder die Substanz eben nicht nachgibt und sollte sie nachgeben, dass das dann entsprechend rechtzeitig evakuiert werden kann, die Baustelle oder der Bahnhof dann in dem Fall. Wir haben hier das nicht nur vor Ort aufgenommen und installiert, sondern wir haben das entsprechend auch im Modell abgebildet, damit man diese Änderungen auch tatsächlich
live mit anschauen kann und auch potenziell simulieren kann, was passiert und wo besteht die konkrete Gefahr. Mit diesen ganzen Grundlagendaten, den Modellen, den Planungsmodellen und aber auch eben, was ich davor gezeigt hatte, diesen ganzen Punktwolken, muss gearbeitet werden. Planer haben seit Jahrzehnten lang mit Plänen gearbeitet und müssen jetzt halt umsteigen auf Modelle, auf neue Datengrundlagen. Und hier ist für uns tatsächlich in der Praxis ein bisschen die Krux, die Kollegen mitzunehmen, alle Leute daran beteiligen zu können und auch den Mehrwert eben aufzeigen zu können. Daher ist für uns eine große Herausforderung gewesen, die Daten zur Verfügung zu stellen. Und deswegen haben wir drei Tools aktuell im Einsatz. Einerseits den bei uns sogenannten Geodatenserver. Das ist ArcGIS Online. Hier werden einfach die Daten von der Umweltplanung oder Geotechnik den Kollegen leicht zur Verfügung gestellt, sodass sie keine gesonderte Software benötigen, sondern das einbinden können, ihre Standardsoftware. Genauso haben wir auch für die ganzen Punktwolken zwei Lösungen, tatsächlich für die Bauüberwachung so eine Speziallösung, weil hier einfach der Bedarf sehr hoch war, viele flächenhafte Punktwolken georeferenziert darstellen zu können. Und mit Grundlagen wie IVL-Plänen, Streckennetzdaten eben bereichern zu können und hier dann entsprechende Analysen fahren zu können. Die Daten stehen allen Kollegen und auch externen, wenn man im Projekt eingebunden ist natürlich, dann auf browserbasiert zur Verfügung. Es wird keine zusätzliche Software benötigt und daher ist die Hürde, dass man tatsächlich auch mit den Punktwolken schon arbeitet und hier gar keine Modelle erst erstellen muss, deutlich geringer und dadurch kann auch einfach Zeit gespart werden, weil man direkt in den Punktwolken schon arbeiten kann. Das Gleiche machen wir auch über ein anderes Tool, weil wir sagen, ja, Punktwolken, damit kann man arbeiten, aber man braucht natürlich auch Modelle. Und die werden dann eben, hier nutzen wir in dem Fall Synthum, ist die aktuelle Plattform, um Modelle, aber auch Punktwolken bereitstellen und sogar auch vergleichen zu können. Hier kann man die mit den Daten zusammenarbeiten. Das dient aber auch so ein bisschen als Kommunikationsplattform für uns, dass man im Projekt direkt sagen kann, die Planer können markieren, wo müssen irgendwelche Änderungen noch erfolgen im Planungsmodell oder wo muss zum Beispiel der Vermesser nochmal raus, um nochmal erneut Daten irgendwie erfassen zu können. Und das ist genau für uns einfach aktuell so der Stand bei der Deutschen Bahn bzw. bei der DB&C, wie wir mit den Daten umgehen und wie wir vor allem die Kollegen abholen möchten. Weil man kann, wie man hier auf der Messe sieht, unterschiedliche Systeme einsetzen, um das Ganze zu erfassen, um das auszuwerten. Wichtig ist aber, dass die Daten eben nicht irgendwo rumliegen, sondern dass mit denen gearbeitet wird. Und dafür müssen die Kollegen einfach abgeholt werden. Das ist so auch so ein bisschen das, was ich hier mitgeben möchte, einfach, dass eben Punktwolken nicht nur für die Vermessung als Grundlage da stehen sollten, sondern für alle Kollegen zur Verfügung gestellt werden sollten und dass Kollegen auch diese Punktwolken nutzen können und sollen, um damit schon zu arbeiten. Und genauso sind halt eben Modelle nicht immer Modelle. Punktwolken sind mittlerweile oder können mittlerweile schon als Modell angesehen werden, eben weil man mit denen arbeiten kann, weil ich nicht erst ein Modell aufbereiten muss, um meine Planung eben anfangen zu können. Und die Lehre von den Kanonen und Spatzen, man muss nicht immer irgendwie alles mit dem Laserscanner erfassen. Es reicht auch mal aus, wenn ich eben mit einer 360-Grad-Kamera, die natürlich eine deutlich geringere Auflösung und Genauigkeit hat, aber wenn das im Projekt nicht notwendig ist, muss man auch nicht alles mit dem Laserscanner erfassen. Ich kann das auch auf andere Weise machen und hier einfach die Bitte, der Aufruf, projektorientiert zu arbeiten, dass man eben auch daran denkt, wo kommt das Geld her, das wird alles irgendwie verarbeitet, hat auch natürlich mit den Datenmengen zu tun, die müssen auch irgendwie gehostet und verarbeitet werden. CO2-Fußabdruck kann man auch nebenbei erwähnen, ist ja auch so ein Thema. Genau, im Projekt Frankfurt haben wir genau das alles umgesetzt. Projekt Frankfurt, Knoten Frankfurt ist ein Riesenprojekt, das sind diverse Teilprojekte, die damit involviert sind. Und wir hatten am Ende Unmengen an Daten, mehrere Terabyte und die müssen eben zur Verfügung gestellt und gehostet werden. Deswegen hier eben die Lehre aus den Kanonen und Spatzen. Hier haben wir, muss man auch mal so sagen, vielleicht das ein oder andere Mal etwas zu viel aufgenommen und können aber daraus die Lehre ziehen, dass man eben im Vorfeld ein gescheites Konzept aufstellt, wo wird denn tatsächlich was benötigt. Wir machen das ja nicht einfach nur aus Spaß und der Freude, sondern eben für die Planung, für die Bauüberwachung. Und zum Abschluss ein kurzes Video, wenn wir noch Zeit haben, muss aber auch nicht sein. Genau. Drones to BIM, ich hatte vorhin X to BIM drauf
gepinnt. Drones to BIM ist die ursprünglich alte Plattform. Wir haben das jetzt halt abgeändert. Deswegen ist das nicht ganz aktuell. Die sind, ist aber auch aktuell erst noch im Rollout, die neue Plattform. Und hier sieht man eben, dass man browserbasiert, theoretisch auch am Handy auch. Praktisch ist das bei manchen Daten etwas schwierig, je nachdem, welche Internetverbindung man hat, dass das dargestellt werden kann. Und hier ist eben der Vergleich mit den Plänen, mit den Vor-Ort-Aufmessungen sehr einfach und für die Kollegen super umsetzbar, um zu sehen, ist denn das, was ich in der Planung irgendwie mir überlegt hatte, auch umsetzbar, wo kann es irgendwelche Kollisionen geben oder wo wurde zum Beispiel bei der Bauausführung vielleicht ein Schacht 2 Meter zu weit in der Mitte gesetzt oder halt nicht ganz in der richtigen Lage. Das sieht man hier, genau, hier kann man dann eben, also man kann das ein- und ausblenden, man kann das natürlich auch drunter legen und eben dann auch auf der Plattform selber schon irgendwie kleine Messungen durchführen, was man hier eben machen kann. Es gibt ja bestimmte Vorgaben, man muss irgendwie schauen, ob denn ja, in den Schächten noch genug Platz ist, ob da irgendwelche neuen Leitungen eingelegt werden können, etc. Ich würde hier das Video tatsächlich gerne stoppen, wenn das geht, ja, weil wir einfach zu wenig Zeit dafür haben. Der Vortrag war ja aus einem anderen, oder kam aus einer anderen Lesung.